Hier haben wir das Thema der Wehen und jeder, der Vater ist, die Mütter sowieso, die wissen ja alle, was Wehe bedeutet. Wehe ist etwas, das eine Geburt, ein freudiges Ereignis ankündigt und so nimmt die Bibel dieses Ereignis als Beispiel. Wir warten ja letztendlich auf das große Ereignis der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und dann hört das Elend dieser Welt auf. Aber wenn man zum Beispiel in einem Lexikon nachschlägt, was mit Wehen für Dinge verbunden sind, dann stößt man unweigerlich auf das Wort Schmerz. Das heißt zu Deutsch, die Wiederkunft Jesu wird nicht so locker einhergehen, wie man uns immer weiß gemacht hat, bevor das Geringste passiert, bist du entrückt. Ich glaube, jeder, der einigermaßen normal denkt, hat inzwischen schon erkannt, dass es einfach nicht stimmt und die Bibel sagt sowieso nicht, dass so ist. Wir werden hier hineingehen. Wieso sollte Gott, der dreimal heilige Gott, eine verkommene, verwahrloste Wohlstandsgesellschaft, die ihm ins Angesicht lästert, einfach ohne Schmerzen, ohne Wehen, ohne dass sie hier unten durch müssen, ohne dass sie gereinigt werden, ohne dass sie geheiligt werden, einfach entrücken? Das ist nicht die Art Gottes. Gott erzieht. Lass mal Hebräer 12, was Gott mit den Gläubigen macht. Er sagt, wenn Gott einen Menschen wirklich liebt, dann erzieht er ihn. Und wir werden durch diese Wehen erzogen werden. Und es wird uns teilweise wehtun, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Das muss uns klar sein. Es ist interessant, wenn man die Bibel liest, wo die Wehen vorkommen. Zum Beispiel, wenn man sieht, der Übergang von der Gemeinde zu Israel in Offenbarung 11, 12, da sagt die Bibel Wehen. Also alle heilsgeschichtlichen Übergänge, das ist die Wiederkunft Jesu, das ist, wenn das Heil wieder von der Gemeinde weggeht zu Israel hin, ist immer mit Wehen verbunden, mit Schmerzen, mit Dingen, die uns nicht gefallen. Und interessanterweise auch Paulus sagte, Galater 4, 19, dass er Wehen leidet wie eine Frau, bis endlich in den Gläubigen das Bild Jesu verklärt werde. Wenn der Herr Jesus uns bereit machen will, dass wir ihm begegnen können, dann wird es für uns, ob wir wollen oder nicht, schmerzhaft sein. Und man kann nicht über Wehe diskutieren ohne Schmerz. Und man muss natürlich das auch sehen, Wehe sind immer Wellen. Und das Interessante ist, Wehe, wir haben drei Kinder, ich habe das teilweise relativ dramatisch miterlebt, du hast deine Intervalle, die steigen an. Und wenn sie eine bestimmte Intensität erreicht haben, dann ist es soweit. Aber jetzt sagt natürlich der Herr Jesus in unserem Text, das ist ja Matthäus 24, Vers 8, ich lese uns gleich, sagt er, das ist nur der Anfang der Wehen, also die harmlosen. Das heißt zu Deutsch, was wir heute erleben, ist der Anfang, ist noch harmlos. Es wird noch ganz anders kommen, aber wir werden wie bei der Wehe Entspannungsphasen haben. Das muss klar sein, die Bibel nimmt das Wort ja nicht umsonst. Man muss einfach mit einem gesunden Menschenverstand die Bibel lesen. Nach diesen Dingen, das haben wir jetzt gesehen, mit Corona und allem, nichts wieder, kommt wieder Entspannung. Aber dann wird wieder eine Welle kommen, die wird schlimmer sein. Dann unter Umständen entspannt sich's wieder, kommt wieder was Schlimmes. Und kurz vor der Geburt ist es am schlimmsten. Brutal. Ich kann als Mann das nur beobachten, aber nicht empfinden. Aber das heißt zu Deutsch, jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt. Wenn ich diese Dinge erleben muss, dann muss ich innerlich befestigt, dann muss ich innerlich gewappnet sein. Aus dem Grund, wenn die Bibel schon Wehe sagt, dann muss ich mich wappnen, dass ich bereit bin, diese Dinge unbeschadet geistlich zu überstehen. Das ist das große Ziel und das will jeder von uns, gell, dass es wirklich geschieht. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt bei Wehe. Man kann sie nicht, ich sag mal, ignorieren. Sie sind da. Man kann sie nicht hinwegtun, man kann ihnen nicht entfliehen, sie müssen geschehen, sonst kann eine Geburt nicht geschehen und darum kann auch die Wiederkunft Jesu nicht geschehen, wenn nicht vorher diese Wehen sind. Das heißt also zu Deutsch, wenn ich etwas nicht ausweichen kann, dann muss ich mich mit dem arrangieren, dass ich weiß, wie ich reagieren soll. Aber ich lese uns zuerst schon Matthäus 24, wir kommen nachher, es geht bis 28 eigentlich, einmal kurz die entscheidenden Passagen ab Vers 4, wir haben das ja gesehen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, habt Acht, erschreckt nicht.
Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Und dann geht sie weiter und sagt, was wieder Erfolge, ich sage es mal in meine Worte, eine schlimmere Wehe dann sein wird, dann beginnt der Christ der Verfolgung. Und unter anderem, wenn man jetzt Vers 12 noch dazu liest, dann sieht man, dass die Bibel sagt, in dieser Phase der Wehen, auch wenn es dann ab einer bestimmten Wehe in die Verfolgung geht, der Gemeinde, ich sage es mal in der Gassensprache, an die Gurgel, wenn die wirklich alle Register zieht, dann sagt die Bibel, dann passiert etwas. Und das ist das, was wir, wenn wir die Wehe verstehen, verhindern müssen. Die Bibel sagt nämlich, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und da steht bei Ausharrer Hypomonä. Also das Tätigkeitswort kommt von dem Hauptwort Hypomonä her. Und das Hypomonä ist ein ganz seltsames Wort. Das heißt praktisch unten bleiben, Kopf einziehen. Das heißt in Deckung gehen, wie im Schützengraben. Und das hat mit dem zu tun. Wachet, betet, nehmt die richtige Haltung ein, bleibt gelassen, haltet aus, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, lasst euch nicht in Panik versetzen, weil der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er wird doch alle diese Dinge versuchen, uns aus der Ruhe zu bringen, uns anzulügen, das sei Art. Es ist natürlich jetzt so, man muss einfach sehr, die Gläubigen haben natürlich immer eigene Vorstellungen. Und ich denke, gerade in dieser Phase, dieser letzten Zeit sollten wir uns von den eigenen Vorstellungen lösen, weil es gibt nur Enttäuschungen und nur Frustration. Wir sollten beginnen, uns biblisch völlig an den Bibeltext zu binden. Dann kommen auch keine Überraschungen, wo wir nachher enttäuscht sind oder frustriert sind. Zum Beispiel, ich bin in den 70er Jahren zur Wiedergeburt zum Glauben gekommen und ich bin natürlich geprägt wie alle meine Glaubensgenossen aus der Zeit durch das Buch Alter Planet Erde, wohin? Und da haben wir uns beigebracht, Endzeit, die letzten 7 Jahre und diese Dinge. Aber wenn ich jetzt die Bibel ganz genau studiere, dann stelle ich plötzlich fest, die Bibel sagt, die gesamte Gemeindezeit ist die Endzeit. Und das, was wir unter Endzeit verstehen, nennt die Bibel die letzten Tage. Und da gibt es dann Intervalle und jetzt müssen wir einfach untersuchen, man kann nur sagen Endzeit, Endzeit, Endzeit. Endzeit ist ein neutraler Begriff. Wir müssen feststellen, wo sind wir? Eines der größten Zeichen, und das steht im Hesekiel 38,8, dieser gesamte Endzeit, das hat natürlich mit den Wehen zu tun, weil die Endzeit oder die letzte Zeit ist ja nur die Zeit vor der Geburt, das heißt vor der Wiederkunft Jesu. Dort steht, nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden zur letzten Zeit. Das ist das, was eigentlich für uns mit Endzeit betitelt wird, das ist die letzte Zeit. Zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist und auf die Berge Israels, die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun in Sicherheit. Also wann beginnt die Endzeit? Die letzte Zeit? Mit der Staatsgründung Israels, 1948. Dann kann er nicht jetzt pingelig sein und sagen, naja, jede Alja ist schon eine Vorstufe. Aber der Staat Israel ist das sichtbare Zeichen. Wenn du den Feigenbaum siehst, Feigenbaum ist das Synonym und in dem Fall auch das Schattenbild immer für den Staat Israel mit der Staatsgründung. Wenn du den Feigenbaum siehst, dann geht's los. Wir haben den Feigenbaum gesehen. Wir sehen den Feigenbaum vor unseren Augen. Noch nicht so wie Hesekiel 36 bis 39 sagt, dass schon der Geist da ist, dass schon alles rein ist. Aber die Hülle, die Form, wo Gott sein Volk wiederbringt, ist alles da. Und dann geht die Bibel weiter und sagt, in dieser Phase der letzten Zeit, die mit der Staatsgründung Israels beginnt, gibt es einen weiteren Höhepunkt. Ein Punkt, wo ist wie ein Startschuss und das ist brutal. Also mir wird das immer klarer, ich weiß das schon Jahrzehnte, aber was das bedeutet, wird mir jeden Tag eigentlich klarer vor Augen geführt. Das steht in Lukas 21, 24. Das ist der Beginn, dass Israel 70 nach Christus den Tempel verliert, zerstreut wird unter alle Völker. Und dann heißt es, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass die Zeiten, da steht im Griechischen Kairoi,
von Kairos. Das heißt, die Zeitpunkte, die göttlichen Zeitpunkte, die mit Israel, Jerusalem zu tun haben und vor allem die Heide betreffen, uns nämlich, auch unsere Gnadezeit ist auch eine Form von Kairos, bis dass die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Und das, was hier beschrieben wird, ist geschehen 1967 mit der Rückeroberung Jerusalems. Unfassbar. Konnte man sich nicht vorstellen. Sie haben Jerusalem zurückerobert und in dem Moment beginnt die letzte Phase der letzten Zeit, in unserem Sprachgebrauch der Endzeit. Und in dem Moment ist etwas geschehen. Wir haben das, und vor allem ihr Jüngeren, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie die Welt früher war. Versteht ihr, wo ich geheiratet habe, ich habe kein Telefon gehabt. Könnt ihr euch das vorstellen? Handys gab es ja gar keine. Ich hatte nicht einmal ein Telefon. Wenn ich telefonieren musste, muss ich auf die Post laufen und am öffentlichen Fernsprecher ein Ding holen. Wisst ihr, da war die Welt völlig anders. Ich weiß noch, wo ich kleines Kind war, gab es im Fernseher ein Programm. Das war's. Und auf der Bank gab es einen oder zwei Investmentfonds. Heute war es wie Inflation. Da war alles einfach, alles normal, so dass ein normaler Mensch heute so einfach alles ganz lokal mitnehmen können. Es war leicht fassbar alles. Und jetzt kommt die Endzeit und dann explodiert alles. Und das ist hier geschehen 1967. Ich habe euch eine Liste gemacht, die ist natürlich nicht vollständig. Ich könnte die noch weiter ausführen, aber ich habe nur ein paar Dinge, die wichtig sind, rausgegriffen. Als Jerusalem zurückerobert wurde, und jetzt muss ich mich einschränken. Ich gehe jetzt hin und sage, eine Zeit vor 1967 und eine Zeit nach 1967. Also drumherum schon ist das passiert. Ist zum Beispiel die Hippie-Kultur entstanden. Wisst ihr, das, was heute ist, die Musikszene, die ganze Jugend wird ja nur von der Musikszene gepackt. Das gab es zu meiner Zeit kaum. Hat langsam begonnen. Und mit der Hippie-Kultur kam die sexuelle Freizügigkeit. Die Unmoral, die heute herrscht, die gab es zu unserer Zeit nicht. Wisst ihr, Dinge, die zu meiner Zeit höchstens unterm Ladetisch heimlich von Spezialisten gekauft werden, kommen, die sind heute sogar in der Tageszeitung. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was in diesen paar Jahren für eine vollkommene Verderbnis, für eine vollkommene okkulte Invasion, eine Explosion der Teufelei geschehen ist. Wisst ihr, und ihr Jüngere, geht einmal hin und macht euch kundig. Fragt einmal die Alte, wie war das? Gründung der Satanskirche in den USA, kann man sich nicht vorstellen, von Anton LaVey. Brutal. Der Teufel gründet offizielle Kirche, müsst ihr euch mal vorstellen. Alles um 67 rum. 67 ist eines der explosivsten Daten, die es gibt auf der ganzen Welt. Okkulte Praktiken werden plötzlich im Fernseher gezeigt. Heute ist Okkultismus, Pornografie, alles im Fernseher völlig normal. Vom Internet rede ich ja gar nicht. Das Fernseher ist nur ein billiger Vorläufer vom Internet. Wisst ihr, was da kommt, das kann man sich nicht vorstellen. Früher hatten die Leute das nicht. Die sind nicht verseucht gewesen, wie wir heute sind. Das ist alles gar nicht möglich gewesen. Terrorismus beginnt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die roten Brigaden in Italien, wo die erste Geiselnahme waren. Bürgerkrieg in Nordirland. Ein Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten. Dann die Studentenunruhe. Attentat auf Benno Unisorg. Also die ganze Sache. Bader-Meinhof hat hier die Wurzel in diesen ganzen Dingen. Neomarxismus dringt in die Schule ein. Die konservative geistliche Denkhaltung wird vom Neomarxismus vollständig zerstört. Die Moral, die Scham, die Medien werden an die Schule völlig missbraucht. Kann man sich nicht vorstellen. Da wird alles kaputt gemacht. Wisst ihr, und diese Leute der Frankfurter Schule, die sitzen heute überall in der Schaltzentrale, sind heute die Generalmanager, die Politiker, die sitzen alle an der Macht. Aber ohne 67 hätte es die alle nicht gegeben. Ausbreitung der Unmoral. Ich weiß noch, wo, das war mal ein Skandal gewesen. Das war eine Engländerin namens Mary Grant. Die hat einen Minirock gebracht. Und jetzt kam was. Plötzlich sind da Leute rumgelaufen in gelben Gewändern, haben geklingelt und haben geschrien, Hare Krishna, Hare Krishna. Jetzt kommt die Religion. Früher haben wir die Heide evangelisiert. Und nachdem wir von Gott abgefallen sind, hat uns Gott die Heiden geschickt, dass sie uns evangelisieren. Das ist ein Gericht Gottes. Jetzt kam plötzlich die fernöstliche Religion, kam zu uns. Unfassbar. Die Musikrevolution, Beatles, Rolling Stones. Wisst ihr, die Rolling Stones haben dann Lieder gesungen, Sympathie für den Teufel. Die Beatles, die noch als harmlos gelten, hatten auf einem Cover Sergeant Pepper's Herzclub Band, egal was das jetzt heißt, hatte sie den größten Okkultisten, den es im ganzen Zeitalter gab, Aleister Crowley, mit auf dem Cover drauf, das könnt ihr nicht vorstellen. Da ist Explosion des Okkultismus, der Drogenwelle und ist in die Jugend eingebrochen
Und die haben nichts gemerkt. Und die Alten haben auch nichts gemerkt. Die haben bloß gesagt, ach, das ist ein Krach. Aber was hinter dem Krach war, das war was ganz anderes. Und dann kommt etwas ab 70, unfassbar, ich lese uns, die Stelle müsst ihr auswendig kennen, weil die wird uns noch manches Bauchweh bescheren. Psalm 94, 20. Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der, nämlich der Thron des Verderbens, Unheil schafft durch Gesetz. Ja, müssen wir mal gucken, was seit 67, vor allem seit 70 in Deutschland an Gesetzen geändert wurde. Dinge, die vollständig strafbar waren, sind völlig aufgehoben worden. Jetzt ist es strafbar, wenn du dagegen bist. Der Paragraph über Gotteslästerung wurde abgeschafft. Also du kannst heute hingehen und Gott lästern ohne Ende, passiert dir nichts. Wenn du hingehst und die Zeugen Jehovas lästerst, dann wirst du bestraft. Unfassbar. Dann brach die charismatische Bewegung selbst in der katholischen Kirche auf. Plötzlich kam eine Pseudo-Bewegung, die gesagt hat, wir haben die Zeichen der Urgemeinde. Jetzt kommen wir wieder zum Thema vom Donnerstag. Und in dieser Phase hat der Humanismus begonnen, das heißt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, vollständig die ganze Welt und die ganze christlichen Kreise zu verseuchen. Jetzt haben wir wieder diese Lüge des Teufels, der Humanismus, dass der Mensch am wichtigsten ist. Aber das ist alles noch harmlos. Wisst ihr, was das Teuflischste ist, was passiert ist? Ich weiß nicht, die Junge werden das nicht wissen. 1965 ist der erste Vogel geflogen. Das war ein Satellit, der hieß Early Bird. Und dieser Satellit wurde hochgeschossen. Und seit der Zeit hast du überhaupt erst, ich mache mal das Harmlose, Google Earth. Dass ein Mann in Australien gucken kann, ob ich vor der Haustür stehe. Unfassbar. Das ist die perfekte Überwachung. Dass du die ganze Satellitenprogramme hast, dass du überhaupt das, was wir heute als vielleicht die größte Seuche der Jugend bezeichnet, Smartphones, Handys und der ganze Dreck, alles, was über die Medien geht, die ganze Medienlandschaft, auch die antichristliche Digitalisierung, die jetzt mit der Impfung ja systematisch eingeleitet wurde, das wäre überhaupt alles gar nicht möglich ohne diesen Satellit. Und nach diesem Satellit wurden immer mehr Satelliten hochgeschossen. Wir sind vollständig inzwischen umzingelt. Wir sind vollständig transparent. Das heißt, da ist das ganze antichristliche Szenario installiert worden. Ab 67. Man sieht hier schon, 65 hat es angefangen. Der Humanismus hat das ganze christliche Weltbild ersetzt. Als ich in die Schule ging, ich bin 57 in die Schule gekommen, 58 Übergang, da war heile Welt. Wir haben gebetet. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben gebetet. Der Pfarrer hat uns verhauen, wenn wir nicht pariert haben. Wir mussten Bibelverse auswendig lernen. Wehe, da hat einer nicht pariert. Wir hatten einen Rektor, der war ein Flugabwehrkommandant einer Flugabwehrbatterie im Zweiten Weltkrieg. Wenn da jemand, ein anderer Lehrer, jemand vor die Türe rausgesetzt hat, dann hat er dann sehr schon mal verdrescht. Der hat überhaupt nicht gefragt, warum. Der hat gesagt, wer vor der Tür steht, gehört verdrescht. Es war alles normal. Wäre ich nach Hause gekommen, hätte zu meinen Eltern gesagt, ich bin verdrescht worden in der Schule, hätte man ohne mich zu fragen, mich nochmals verdrescht. Er hat gesagt, wenn das passiert ist, dann hast du irgendwas angestellt. Wisst ihr, so war die Welt. Da hat Zucht und Ordnung geherrscht, da war Normalität. Und dann ist das immer extremer geworden. Die Gottlosigkeit wurde offener. Und dann sind wir systematisch an die Medien gewöhnt worden. Wenn Offenbarung 13 letztendlich, also nach meinem Verständnis, ist Offenbarung 13 die Explosion des antichristlichen Weltreiches. Und wenn das geschehen soll, dann brauchst du eine totale Medienlandschaft. Du brauchst das Bild des Tieres. Du brauchst einen Pin. Wisst ihr, müsst ihr euch mal vorstellen, circa 2000 Jahre vor Christus sagt jemand, es kommt eine Zeit, wo du nur noch kaufen oder verkaufen kannst mit einer Zahl, Pin. Das ist, dass es Prophetie ist, das konnte ein antiker Mensch nicht wissen. Es wird alles digitalisiert, das Bargeld wird abgeschafft werden, das ist für mich keine Frage. Und dann entsteht ein neuer Menschentyp. Das heißt, man könnte ja sagen, ja, das ist ja schlecht, dass solche Medien sind und dass hier überall jeder Dreck uns zugänglich ist. Aber das ist gar nicht das Problem, sondern die Wirkung ist das Problem. Ich lese uns 2. Timotheus 3. Ab 1. Das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten, da steht wieder das Wort Kairos in der Mehrzahl, eintreten werden. Wenn er Matthäus 8, 28 aufschlagt, dann hast du die gleiche Bezeichnung wie hier für die Zeiten, hast du für die besessenen Gadarener. Also die Bibel sagt praktisch indirekt, es wird eine Zeit kommen, die wird so sein, diese Zeiten, wie wenn die Dämonen unter dir wären.
Und genau das ist heute. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich weg. Ist euch aufgefallen, was hier steht? Wo passiert es? In den christlichen Kreisen. Nicht nur in der Welt. Er sagt, sie haben den Schein der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht. Offenbarung 6 bis 9. Ach, ich finde das schlimm. Das kleine Mädchen, inzwischen Botschafter für den Klimaschutz sind, namens Greta. Versteht ihr? Wie dumm und wie dämonisch verblendet muss man sein, dass erwachsene Leute sich vor Kinder, selbst Politiker, darf ich es mal sagen, quälen und wirklich unverschämt behandeln lassen. Wisst ihr, das ist antichristlich systematisch hervorgerufene Aktivität. Und dazu gehört Offenbarung 6 bis 8, dass letztendlich auch der Schlund geöffnet wird und die Dämonen über uns herfallen. Das haben sie getan. Es ist unmöglich, dass ein normal denkender Mensch, der nur für 5 Pfennig Hirn hat, Gender akzeptieren kann. Geht nicht. Es geht nur über dämonische Verblendung. Ohne dämonische Wirksamkeit kannst du einem gesunden Mensch mit einem gesunden Menschenverstand so einen Irrsinn nicht ins Hirn reinhauen. Und die Gläubigen, die jetzt noch nicht gemerkt haben, dass eben bei Offenbarung 4 keine Entrückung ist, sondern dass wir bereits zwischen 6 und 9 sind und dass die Dämonen über uns hergefallen sind, denen kann ich nicht mehr helfen. Entschuldigung. Jetzt kommen wieder die Gläubigen und sagen, du bist schon ganz böse, du setzt dich absolut und sagst, naja, bloß einigermaßen noch Hirn. Und wenn ich das lese, ich kann doch nicht sagen, dass das, was heute passiert, ich habe einen Bruder, ich kenne den seit fast 50 Jahren, der sagt allen Ernstes, wir haben das tausendjährige Reich gerade. Ich muss sagen, wenn das tausendjährige Reich ist da draußen, dann danke. Wisst ihr, du merkst, die Gläubigen werden durch diese dämonischen Geister zu jedem Blödsinn verführt. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus sagt zu uns Gläubigen, wacht und betet, wenn ihr die Wehen seht, dann wacht und betet, es ist nötiger denn je, dass wir aufwachen. Und jetzt gibt es nur noch eine Chance, das habe ich ja gezeigt. Der Jesus ist die Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wenn wir uns nicht durch das Wirken des Heiligen Geistes, der der Herr Jesus verherrlicht, nur an der Herr Jesus und an die Bibel binden, haben wir keine Chance. Gar keine. Absolut keine. Wisst ihr, und wir müssen diese Dinge sehen, teilen. Jetzt hat es wieder Leute, die sagen, über das reden wir nicht. Eine Schwestergemeinde von uns sagt, über das darf man nicht reden. Ich sage, Entschuldigung, wo bin ich jetzt? Bin ich im Wilden Westen? Soll ich sagen, wenn da draußen ein Monster rumläuft, ich will über Monster nicht reden, das ist doch so schrecklich, da könnte ja jemand erschrecken. Ich tue doch alles, dass das Monster nicht zu mir kommt, oder? Also tue ich doch alles, dass diese antichristlichen Entwicklungen nicht zu mir kommen. Und jetzt kommt natürlich diese Wirkung dieser dämonischen Geister, dass auch Römer 1, 18 bis 32, wenn einmal euch langweilig ist, lest einfach Römer 18, 1 bis 32. Es gibt 3 große Sünderkataloge in der Bibel, das ist der erste. Da wird zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Sexualität eindeutig als Strafe Gottes, wo man dahingegeben wird, bezeichnet. Alle diese Dinge und das alles explodiert. Warum? Weil Gott uns dahingegeben hat auf der ganzen Welt. Gott lässt sich nur eine Zeit lang ins Angesicht lästern und dann schlägt er zu. Und ich bin felsenfest überzeugt, wir sind kurz vor dieser Phase. Will niemand hören, mag niemand, ist mir egal, ist aber so. Wisst ihr, jetzt kommt etwas. Unwin war ein englischer Wissenschaftler, ich habe es schon oft zitiert. Ich habe mir das Buch besorgt. Dann habe ich plötzlich gestaunt. Ich habe gedacht, das kriegt man, das ist ein englisches wissenschaftliches Werk. Wisst ihr, wo ich es hergekriegt habe? Mit Hängen und Würgen über 57 Umwege aus Indien. Wisst ihr, was der schreibt? 1935, war nicht gläubig. Er schreibt: Wenn eine Gesellschaft bestimmte Merkmale aufweist, der hat 80 Kulturkreise untersucht, der hat Animister untersucht, der hat die Römer untersucht, die Griechen, die Babylonier, der hat die neuere Gesellschaft, der hat alle untersucht und sagt, wenn alle diese Gesellschaften ein bestimmtes Merkmal haben, und er sagt ausdrücklich, die Sünde, die er jetzt nennt, also Hurerei, Pornografie, Ehebruch, alle diese Dinge, sagt er, ist immer vorgekommen in der Menschheit, so ist der Mensch. Er sagt, aber, er hat festgestellt, wissenschaftlich, wenn eine dieser Kulturen das öffentlich tat und sich sogar noch mit gebrüstet hat, war sie in der Regel die letzte Generation. Wisst ihr, was heißt? Wir sind erledigt. Wir haben alle diese Merkmale so schlimm, wie es noch keine Generation vor uns hatte. Wenn Unwin recht hat, sind wir erledigt. Und jetzt kommen wir eben zu diesen Dingen. Ihr habt ja vorher gesehen, was die Wehe sagen. Jetzt muss man sagen, was heißt die Wehe für uns? Und das sind die Leute einfach,
vom Humanismus zerfressen, dass sie nicht glauben können, auch die Gläubiger, was hier wirklich steht. Das Erste, was der Herr Jesus uns ja hier glasklar und klipp und klar sagt, ist, das Hauptproblem, Donnerstag nochmals, ist die Verführung. Ich lese uns 2, 3 Bibelstellen. 2. Korinther 11, 3. Die Verführung wird das Schlimme sein für die Gläubigen. Ich glaube nicht, dass die Verfolgung das Schlimmste für uns sein wird, sondern die Verführung. 2. Korinther 11, 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, mit Halbwahrheit und Lüge, auch eure Gesinnung, das heißt unsere Einstellung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Es kam immer wieder durch die Referenten raus in dieser Woche. Es ist alles entscheidend und wichtig, aber nichts ist so wichtig, wie dass ich persönlich mir Jesus gegenüber die richtige Haltung, die richtige Gesinnung habe, mit ihm in Ordnung bin. Das ist das Wichtigste. Und die Bibel sagt hier klipp und klar, der Teufel wird versuchen, uns zu verführen, dass genau unser Verhältnis zu Jesus kaputt geht. Indem er uns zum Beispiel in eine Situation bringt, wo wir menschlich durch die Endzeit, Corona, Krieg, alle diese Dinge, Impfzwang, wo wir Angst bekommen, wo wir uns letztendlich in der Verzweiflung in dieses humanistische Gedankengut reintreiben lassen, warum lässt Gott das zu? Und dann wird etwas passieren, dann erkaltet die Liebe in unserem Herzen und die Einfalt am Herr Jesus, weißt du, Einfalt? Wisst ihr, was Einfalt ist? Ich bin uneingeschränkt überzeugt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Du hast, machst mit mir nur gute Wege. Wenn ich dir folge, wird mein Leben ein Triumph sein und es wird alles nur so gehen, wie du willst. Ich werde, egal was passiert, nicht nur überleben, überwinden und Lobpreis für dich sein. Das ist Einfalt, wenn der Gläubige so denkt. Jetzt sagt die Bibel, genau durch diese Wehenvorkommnisse zerstört der Teufel das bei uns. Und wenn ich jetzt wache, dann muss ich aufpassen, dass der Teufel das bei mir nicht machen kann. Steht ihr? Man kann über die Endzeit gar nichts reden und alles bloß beobachten. Man kann über die Endzeit das völlig ignorieren und sich in ein Schneckenhaus zurückziehen. Man kann nur noch Tag und Nacht über Endzeit reden. Das ist alles falsch. Sondern ich muss gucken, dass ich sauber bin. Ich muss gucken, dass der Teufel mich nicht kriegt. Das ist der einzige Punkt, wo man egoistisch sein darf. 2. Timotheus 3, 13. Da ist etwas, das wir einfach akzeptieren müssen. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wisst ihr, jetzt kommt das Teuflische. Es ist immer nur eine kleine Elite auf der Welt. Das sind die, von denen Seehofer gesagt hat, die gewählt sind, haben nichts zu sagen. Und die etwas zu sagen haben, sind nicht gewählt. Das ist nicht mein Zitat, sondern Seehofer. Und ich mache keine politische Aussage, nur dass ihr seht, was die Bibel meint. Und diese ganze Menschen, das ist die Elite, die verführt aktiv, gezielt, bewusst. Da hat es teilweise Leute dabei, die sind Teufelsanbeter. Aber der Rest lässt sich selber verführen, ohne zu wissen, dass er ein Verführer ist. John Todd, dieser bekehrte Mann des Rates der 13, der ja verschwunden ist, man vermutet, dass man ihn gekillt hat und einbetoniert hat, dieser Mann hat gesagt, über diese Kreise, die verführt werden, ohne zu wissen, was sie tun. Er hat gesagt, über die Hexe, hat er wörtlich gesagt, das sind die Dümmsten, die merken gar nicht, dass sie dem Teufel dienen. Die wissen das nicht. Wisst ihr, sonst hat ganz viele Leute, die glauben, sie dienen der Gesundheit, sie dienen dem Wohl der Menschen, sie dienen dem Weltfrieden, sie dienen letztendlich dem Klimaschutz und merken gar nicht, dass sie vor einer kleinen Elite an der Nase herumgeführt und vollständig dämonisch infiltriert und vollständig verführt werden. Die Bibel hat mich immer erschüttert. Das muss man einfach sehen. Und in der Apostelgeschichte 20, 29 sagt der Paulus etwas. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte. Er sagt hier, und das ist auch eine Folge dieser Wehe, gleich der erste kleine Wehe, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Es wird in der Gemeinde passieren, versteht ihr? Ich muss in der Gemeinde genauso aufpassen wie draußen. Und was sagen sie? Sie werden versuchen, Menschen an sich zu binden. Mir sagt man ja nach, dass ich kein lieber Mensch bin. Mir sagt man auch nach, dass ich zum Beispiel manchmal die Leute abblitzen lasse. Das mache ich mit Absicht. Wisst ihr warum? Ich will nicht, dass sich mir jemand einen Rockzipfel hängt. Es geht nicht.
ich habe einen Dienst von Gott, den führe ich aus. Wenn jemand Hilfe braucht, den helfe ich von ganzem Herzen. Aber wenn ich merke, dass mich jemand eiseifern will oder mir einen Rockzipfel hängen will, was denkt ihr, wie oft ich schon versucht worden bin zu bestechen? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben schon Bestechungsversuche gehabt, die waren schon lächerlich. Wo ich auch damals aus der Charismatik rausgegangen bin, hat man mir aus einem der größten Zentren der Charismatik hat man mir ein Schreiben überreicht. Fast salbungsvoll. Dass zu Deutsch, wenn ich Ruhe gebe und nicht mehr schieße, dass ich dann in diesen Kreisen willkommen bin. Mit so einem Schreiben kannst du bloß eins machen, kannst zerreißen in den Dreck immer werfen. Heute reut es mich, wäre ein schöner Beweis, ich hätte es aufheben sollen. Aber ihr versteht. Frei von Menschen. Römer 16, 17. Und wenn die Wehe tatsächlich welleartig ist, dann kommt die Verführung wie eine Welle. Und das, was heute schon da ist, an Verführung, das reicht mir schon. Aber dann ist so, dann kommt eine kurze Entspannung, dann kommt eine Welle, dann wird es noch schlimmer. Und ich kann dem nur begegnen, wenn ich weiß, Vorsicht, ich muss wachen bezüglich Verführung in der Gemeinde. Römer 16, 17. Gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelehrt habt, und meidet sie. Soll ich jetzt mal brutal werden? Welche Lehre hat Paulus der Gemeinde gebracht? Welche? Die Apostellehre. Die Lehrbriefe. Soll ich jetzt jeden meiden, der die Lehrbriefe nicht als letzter Maßstab nimmt? Dann müsste ich den Großteil der Christenheit meiden. Die Bibel geht davon aus, dass ich ganz sachlich, eiskalt und nüchtern mich nur nach dem Wort Gottes richte und dass die Lehrbriefe unser Maßstab sind. Und wenn ich das nicht tue und hier nicht aufpasse und wache, wie ein Schießhund, habe ich keine Chance. Keine, gar keine. 1. Timotheus 4 zeigt dann nochmal, dass der Katholizismus eine riesige Rolle spielen wird. Er sagt, das sind die dämonischen Mittel. Und er führt zum Beispiel Speise, verbietet zu heiraten und solche Dinge. Habt ihr ihm jetzt gewusst, dass die Zeugen Jehovas auch Zölibat haben? Also meines Wissens, ich habe es nicht nachprüft, aber meines Wissens, so habe ich Informationen, haben die ihre große Zentrale, haben sie ungefähr 16.000 Leute, die dürfen nicht heiraten, die müssen nur schuften. Also es gibt es. Ich habe zum Beispiel jetzt mit Leuten aus dem Späträger zu tun, da war es gleich. Da haben wir denen gesagt, ah, wenn du schon zwei Kinder hast, dann ist aber Ruhe, gell, du musst jetzt arbeiten, die haben kein Gehalt gekriegt. Jetzt kommen Leute raus, jetzt sitzen die auf der Straße und kriegen keine Rente. Katastrophe, jetzt haben sie versucht, das einzuklagen. Na, wenn du insolvent bist, kann man dich nicht mehr belangen. Wisst ihr, solche Dinge, das gibt's. Bloß wir wissen ja nichts, wir leben in einer heilen Welt. Also Verführung ist ein Riesenproblem. Es wird die Masse betreffen, es betrifft die Großkirche, es betrifft die Freikirche, es betrifft die Gläubigen. Wir werden angegriffen werden. Weiter in die Wehe sagt der Herr Jesus klipp und klar, es werden Kriege, Kriegsgerichte geschehen. Und jetzt kommt wieder der Humanismus. Oh, wie schrecklich. Krieg. Wisst ihr, wie ich das sage? Dann merke ich schon, wie die Haare bei manchen sich sträubt. Ich lese die Bibelstelle, dass ihr mal seht, was Gott sagt. Sag nicht ich. 2. Mose 15, Vers 3. Der Herr ist ein Kriegsmann. Entschuldigung. Ist Gott kein Humanist? Ist Gott ein Kriegsmann? 1. Chroniker 5, 22. Er sagt hier, denn es fielen viele Erschlagene, denn der Kampf war von Gott. Wisst ihr, was heißt? Wenn Gott ein Kriegsmann ist und Gott einen Krieg verursacht oder anordnet, dann werden viele sterben. Siehe Zweiter Weltkrieg. Wo ist unser Humanismus? Steht hier. 2. Chroniker 32, 8. Merkt ihr, die Wehe haben noch eine zweite Wirkung. Sie offenbaren, was Sache ist und sie zeigen auch, was bei uns los ist. War bei Corona auch so. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Gott führt Krieg, ist euch das klar? Was ist, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, ich habe da eine ganz klare Meinung, mit Russland, Ukraine, NATO und dem ganzen Zeugs, aber das ist politisch, interessiert hier nicht. Ich will einen ganz anderen Gedanke in den Raum bringen. Wenn Gott uns richten will, ich habe euch ja gesagt, wenn Sodom und Gomorra wegen dieser örtlich begrenzten furchtbare Verderbnis, die nicht einmal annähernd so groß ist wie unsere heutige, vor Gott vernichtet wurde. Glaubt ihr, dass Gott uns davonkommen lässt, wenn wir ihm weltweit ins Angesicht lästern? Das heißt, wenn Gott ein Kriegsmann ist, wenn Gott Kriege selber anordnet und Gott dann letztendlich, ich sage es einmal vorsichtig, die aufeinander loslässt. Ich sage es einmal ganz ehrlich, die NATO ist böse, der Putin ist böse, die sind alle böse.
Nebukadnezar war böse, aber Gott hat Nebukadnezar benutzt, um Israel zu richten. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn es hier zum Atomkrieg kommt, dann ist es vor Gott, dass er Putin benutzt hat, um der Westen zu richten. Will kein Mensch hören. Und das ist völlig egal, wer auf den Knopf drückt, ob dann der Amerikaner zuerst auf den Knopf drückt oder der Russe, das spielt überhaupt keine Rolle. Gott gibt unter Umständen einen Krieg, um uns zu richten. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe meine Kollegen schon vor Jahren gesagt, die Atombombe wird fallen wegen eurer Hurerei und wegen dem, was ihr trinkt. Und so ist es. Obadja 1,1. Die Bibel ist hier so, sie ist fast, wie soll ich es nennen, übersachlich. Also ganz, ganz ruhig, sachlich geht sie hin und schlägt hier, sagen wir mal, ein Buch auf der Darstellung, dass Gott im Endeffekt unter uns etwas tut, das wir nicht verstehen können, weil wir immer glauben, dass Gott ein Humanist ist. Und hier im Obadja und auch nachher im Jeremia, ich lese nachher noch Jeremia 49 dazu, siehst du einfach, dass Gott völlig anders denkt wie wir und dass er im Endeffekt Dinge tut, wo unser Gottesbild wackelt. Jeremia 49, 14, ich musste mich auch zuerst erwähnen, dass Gott wirklich so anders denkt wie wir. Er sagt hier, versammelt euch und zieht gegen sie und steht auf zum Krieg. Das sagt nicht der Teufel, das sagt Gott. Und damit ist einfach klar, wir haben einen Gott, der kein Humanist ist. Wir haben einen Gott, der dreimal heilig ist. Und wir haben einen Gott, der im Endeffekt hier ohne jede Begrenzung seine dreimal Heiligkeit, die so heilig ist laut Bibel, dass er das Böse nicht einmal ansehen kann, irgendwann vom Menschen so gereizt sieht, dass er nicht mehr anders kann. Ich zeige noch eine Stelle, die wichtigste. Wenn man sagt, also haben wir gar keine Chance mehr, wir müssen nur noch warten, dass die Gerichte über uns zusammenschlagen, das ist richtig. Aber es gibt eine Möglichkeit, wo man das sogar noch abwenden kann. Jetzt gucken wir am Schluss an. Man kann es abwenden, als Gläubige. Aber man muss bestimmte Dinge tun. Er sagt zum Beispiel gerade in dem Obadja, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Merkt ihr, ich könnte viele Bibelstellen lesen. Gott verhindert Kriege, Gott verbietet Kriege, Gott ordnet aber Kriege an und Gott führt selber Kriege und Gott, wenn er einen Krieg verordnet, dann gibt es viele Tote. Ist euch klar, dass Gott mit dem Humanismus nichts Geringste zu tun hat, dass der Humanismus vom Teufel aus der untersten Hölle kommt? Wenn wir wahrhaftig Gott dienen wollen, müssen wir uns diesem dreimal heiligen Gott unterwerfen, müssen sagen, wenn du beschließt, einen Weltkrieg zu machen, in deiner dreimaligen Heiligkeit, dann hast du Recht und du darfst das. Weil mir kann nichts passieren, weil ich gewaschen bin in Jesu Blut und gerettet bin. Wenn ich in dem starb, dann bin ich beim Herr Jesus und sehe sein Angesicht sofort. Versteht ihr? Aber diese Denkweise haben wir die Gläubigen ausgetrieben durch Humanismus. Durch einen bösartigen Humanismus, der kaum mehr fassbar ist. Und ich habe es ja gezeigt, die Bibel sagt klipp und klar, Offenbarung 6 und 9, es werden 50% der Menschheit sterben. Interessant ist, dass diese Kreise, die hinter den politischen Gruppen stehen, auch sagen, es werden 50% sterben. Ja. Das ist brutal. Kissinger war einer der Ersten, der gesagt hat, wir müssen die Bevölkerung um 50% reduzieren. Es wird 100% geschehen. Aufstände. Ist euch aufgefallen? Ich bin natürlich jetzt ein bisschen im Vorteil, weil ich älter bin und das alles miterlebt habe. Das Commonwealth. England war mal die größte Weltmacht, die man sich vorstellen kann. England hat Israel belogen und betrogen und aus dem Grund hat Gott das Commonwealth zerschlagen. Und dann ist England vollkommen islamisiert. Gott hat Jugoslawien unter Tito, zwar nur zweite Reihe des Kommunismus, aber ganz schöne Macht, zerschlagen. Sie sind dann einander an die Gurgel gegangen. Er hat Guss, das große Russland, zerschlagen. Putin ist ja nur noch ein Teil von dem, was hier war. Weil Gott hat das, was er hier in die Wehe zeigt, hat er an Aufstände, an Dingen furchtbarer Art, hat er auch konsequent kommen lassen. Aber Entschuldigung, wenn das erst der Anfang der Wehen ist, ja, was kommt dann noch? Steht ja. Die Bibel nochmals, ist der Anfang der Wehen. Oh, ich habe gelernt bei meiner Frau, 5 Minuten ist die kritische Phase. Unter 5 Minuten sind wir noch in der Wirtschaft, haben noch gegessen, trotz Wehe. Das haben wir neben Essen her, haben wir mit der Stoppuhr haben wir gestoppt, wie die Wehe sind. Aber wenn einmal die Wehe kürzer werden und wenn die Wehe heftiger werden, dann geht's los. Seuche, Pest. Meine Tochter arbeitet auf dem Arbeitsamt. Sie hat zu mir gesagt, wo Corona kam,
Es ist eine Grippe, es ist kein Ebola. Steht ihr? Man hat uns mit einer Virusgrippe, die künstlich chemisch verschärft wurde, hat man uns in eine Pandemie reintrieben, die nach alter Version nie eine Pandemie gewesen wäre. Wir haben nie eine Pandemie gehabt. Wir haben nie eine Überlastung der Intensivstation. Das ist alles verlogen. Die Intensivstationen wurden überlastet, weil sie alles abgebaut haben. Die haben das selber gemacht. Da ging es immer nur um Kohle, um Geld und sonst um gar nichts. Wir werden belogen auf diesem Sektor, dass wirklich, ich sage es mal vorsichtig, die Heide wackelt, schwäbisch gesagt. Und das Problem ist ganz einfach, auch die Impfzwänge, wisst ihr, es geht in Wirklichkeit ja schon darum, die Menschen zu schädigen, das ist eindeutig, aber es ist was Zweites. Die Impfzwänge haben ein ganz anderes Ziel. Wenn die jetzt sagen, die Impfpässe werden mit dem Personalausweis gekoppelt, ich bin Banker gewesen, 46 Jahre, du kannst dann nur noch online arbeiten, wenn du die gleiche Schablone hast, dann wird es nämlich mit deiner Bankkarte auch noch gekoppelt. Und wenn du dann zum Beispiel hier nichts hast, kannst du nicht mehr kaufen oder verkaufen. Merkt ihr was? Offenbarung 13, da steht die Zahl nicht. Und dann sagst du, ja schon nicht schlimm, ich horte Bargeld. Dann werden sie das Bargeld verbieten, genau das Gleiche. Dann horte ich Gold, dann werden sie die Golddeckung verbieten. Es gab eine Außenwirtschaftsverordnung, wo man verboten hat, Devise zu kaufen. Dann wird es eine Innenwirtschaftsverordnung geben, wo man verbietet, Gold zu besitzen. Und dann sind wir so weit wie in Griechenland. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe Informationen, dass 75% des Verkehrs dort mit Tauschhandel geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich putze dir die Schuhe und du gibst mir ein Stückchen Brot. So weit kommt es dann. Aber das ist der Wehe-Anfang. Versteht ihr nochmals? Der Anfang, wenn das der Anfang der Wehe ist, was dann, wenn es ganz schlimm wird? Das, was jetzt gerade ist, ist der Wehe-Anfang. Lothar hat uns heute gezeigt, ihr Zeitung bringt sie schon, die Killer-Variante kommt. Woher wissen die, dass eine Killer-Variante kommt? Der wäre schon gar nicht da. Woher wissen die das? Ist doch ganz klar, wenn sie ihn machen. Brutal. Kannst du dir nicht vorstellen. Aber über das alles, das ist mein Problem, sage ich ganz ehrlich, mein ganz großes Problem, steht in der Bibel, sie merkten nichts. Sie merkten gar nichts. Wir haben im Jahr 2000 51.685 Erdbeben gehabt. Alpstädtische Erdbebengebiet. Ich sage es mal vorsichtig, wenn es bei uns nur bis 5, bis Stärke 5 schüttelt, merken wir es nicht einmal mehr. Merkst du nur, wenn eine Tasse runterfällt. Manchmal kommen die Leute und sagen, hast du gemerkt, es war wieder Erdbeben. Sagen, nee, ich habe nichts gemerkt. Wisst ihr, wir haben uns an die Erdbeben gewöhnt. Wir sind eine Erdbebengeneration. Die Erdbeben sind das Zeichen der Wehen, das Zeichen der Wiederkunft Jesu. Und dann sagt die Bibel, wenn diese Wehe einmal hier auf dem Höhepunkt sind, dann kommt die Christenverfolgung. Die kommt auch. Matthäus 24. Aber sie merken nichts. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft. Wir werden belogen von allen Medien. Wir werden nur belogen. Wisst ihr, und Halbwahrheit ist auch eine Lüge. Wenn ich nämlich Lüge mit Wahrheit mische, dann ist es viel gefährlicher, weil ihr ein Teil stimmt, ein Teil stimmt nicht. Wir werden nur manipuliert, belogen. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Diese Gesetzlosigkeit wird zum Normalstand. Ist ein Normalzustand, Gesetzlosigkeit. Und die Bibel sagt etwas, was nicht wie die Leute die Bibel lesen. In 2. Thessalonicher 2, 1 bis 9 wird beschrieben, dass praktisch die Offenbarung des Antichristen letztendlich die Entrückung auslöst. Und dann sagt sie, wenn die Gesetzlosigkeit auf dem Höhepunkt ist, dann kommt aus der Gesetzlosigkeit der Gesetzlose hervor, wenn voll die ganze Ordnung, Gesetze und alles ausgelöscht sind. Da sind wir gerade dabei. Und dann, wenn das der Höhepunkt erreicht wird, dann macht's Peng, dann explodiert alles. Dann kriegen wir Weltstaat, Weltregierung, Offenbarung 13, 10 Könige, sind die da? Die sind seit 1957 da. 1957 hat der Club of Rome die Welt in 10 Königsreiche eingeteilt. Könnt ihr im Internet runterladen. Wir haben den 10-Staaten-Bund seit 57. Und 57 ist die Geburtsstunde des Weibes auf dem Tier der Europa. Wenn man ein bisschen Geschichte weiß, hat man nie daran zweifelt, wer ist das Weib auf dem Tier. Paulus war ja ein Kenner der Mythologie, sieht man in Athen. Er hat eigentlich gewusst, das Weib auf dem Tier. Und der Johannes genauso, das Weib auf dem Tier ist Europa. Wir werden das Zentrum sein, dieser ganzen Teufelei. Aber jetzt kommt halt die Frage, wie kann ich meinen Kopf retten bei diesen Wehen? Wisst ihr, ich kann die Wehe nicht verhindern. Ich kann nicht verhindern, dass die nächste Wehe kommt. Geht nicht. Sonst würde die Geburt nicht kommen. Aber was kann ich tun, dass ich bereit bin? Also eine Frau kann Atemtechnik machen. Meine Frau hat mir mal Valium gegeben, plötzlich war die Wehe wie gar nichts. Gell?
das Kind ist so schnell gekommen, dass ich es gerade noch geschafft habe, dabei zu sein. Wisst ihr, man kann Mittel anwenden. Und Gott hat genauso Mittel gegen die Wehen. Ich habe schon mal gelesen, aber ich muss noch mal lesen und dann noch mal zeigen, wo hier der nächste Ergriff läuft. Das ist Offenbarung 3, 8 und 10. Und die Bibel sagt nur ganz zwei einfache Sachen. Wisst ihr, das Evangelium ist einfach, sodass ein einfältiger Mensch es verstehen kann. Und die Bibel sagt hier, ich kenne deine Werke. Das ist schon mal ganz wichtig. Der Herr Jesus kennt mich. Er kennt, was ich tue. Er kennt meinen Charakter. Er weiß, ob ich stark bin, ob ich schwach bin. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, dem Herr Jesus diene und er macht die Tür auf, dann kann sich der Teufel und alle seine Dämonenheere nicht mehr schließen. Versteht ihr? Wenn aber der Herr sagt, ich schließe vor dir die Türe, dann kann ich und die ganze Welt und alle Dämonen und Teufel können die Türe nicht mehr öffnen. Und darum ist das ganze Entkommen aus diesen Wehen, aus dieser Endzeit, aus diesen schlimmen Zuständen nur eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus, ist gar nichts. Es spielt sich alles ab zwischen mir und ihm. Letztendlich muss ich sagen, Herr, was die tun, ist mir völlig egal. Öffne mir die Tür. Zeig mir, wie du es siehst. Zeig mir, was ich tun muss. Ich werde durch das immer näher zum Herr Jesus getrieben und werde immer mehr zum Sklave Jesu Christi, wo ich vielleicht durch die Wohlstandsgesellschaft schon lange kein Sklave mehr war. Wieso, von daher ist das große Gnade. Niemand kann sich schließen, denn du hast eine kleine Kraft. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Die Gläubigen sagen, oh, ich bin so schwach. Die Bibel sagt, spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst noch so eine kleine Kraft haben, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern, du hast mein Wort bewahrt. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn du das Wort Gottes bewahrst, du hast meinen Namen nicht verleugnet, du stellst dich ganz klar zu meinem Jesus, dann sagt die Bibel, dann wirst du entfliehen. Jetzt kommt nämlich Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, und da steht wieder Hypomone, unterbleiben, vom Herr Jesus bleiben, egal was passiert, Gelassenheit verhindert große Sünder, Prediger 10, 4, wenn der Herrscher gegen dich aufsteht, verlasse deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden, das ist eine der wichtigsten Bibelstellen, die wir kennen müssen. Wir müssen die Nerven behalten, das ist ganz wichtig. Wir müssen vor Jesus stehen bleiben, am Wort bleiben. Und egal was passiert, Geschwister, wenn dem Teufel gelingt, uns die Nerven durchgehen zu lassen, sind wir erledigt. Sobald wir die Nerven verlieren, hat er uns. Und wir können, wenn wir unterbleiben und vom Angesicht Jesu ausharren, dann wird der Heilige Geist in uns eine ungeheure Stabilität wirken, eine Gelassenheit, dass der Teufel nichts machen kann. Das ist keine Theorie. Ich habe das teilweise schon ausprobiert, nicht nur bei mir, sondern bei anderen. In Situationen, die nicht ganz ohne waren. Dann werde ich auch dich bewahren, sagt Gott. Vor der Stunde, da steht im Griechischen Eck. Wisst ihr, ich weiß, die mit aller Gewalt die Vorentrückung, weil die tricksen dir und sagen, naja, da muss vorstehen. Da steht Eck und Eck hat noch nie was anderes geheißen wie aus. Wenn du ein Glas schlagartig austrinkst, wie trinkst du dann? Ex. Ex ist im Griechischen aus, da brauchen wir gar nicht reden. Das heißt, er wird mich bewahren aus der Stunde heraus. Was heißt das aber? Ich gehe durch die Wehr in die Stunde rein, in die Stunde der Versuchung. Und warum heißt das nicht die Stunde der Verfolgung? Das heißt, die Stunde der Versuchung. Ich gehe da rein. Aber er holt mich raus. Das ist ja wunderbar. Und er sagt, dies wird alles über den ganzen Erdkreis kommen. Da steht Ökumene. Ökumene ist zwar ein Wort für diese falsche Kirchenzusammenschlüsse, aber biblisch ist Ökumene was ganz anderes. Biblisch ist Ökumene Zivilisation. Über alle, die auf Erden wohnen. Jetzt sagt er ganz was einfach. Sieh, ich komme bald. Und das Wort bald im Griechischen, das steht ja gleich am Anfang von der Bibel. Meistens steht da Tachai, vor allem am Anfang der Bibel steht Tachai, und das heißt eigentlich nicht das, was wir unter bald verstehen, sondern das heißt Tachometer, das heißt schnell. Er sagt praktisch, diese ganze Abläufe geht rasend blitzschnell. Und dann sagt er, halte fest, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet? Wie überwinde ich? Was sagt Römer 8? Ich überwinde durch den, der mich geliebt hat. Durch der Herr Jesus, durch sein Blut, durch sein vollkommenes Opfer, dass ich weiß, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich kann jede Teufelei auslösen, wenn ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut und selbst unter Folter unter allem, wenn ich mich auf das vergossene Blut, auf das Kreuz berufe, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, schält Gott jeden teuflischen Angriff bei mir aus. Fakt, habe ich ausprobiert. Ich habe es noch nicht in Extremsituationen gehabt, aber ich habe es in ganz schönen Situationen ausprobiert. Ich habe noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert. Frage mal 100 Gläubige, was sie machen, wie sie Römer 6, 6 und 11 anwendet, dass sie mit Christus gekreuzigt sind, was sie tun.
Von 100 kriegst du wahrscheinlich von 95 keine Antwort, weil sie keine Ahnung haben. Und das ist das, was die Bibel sagt. Wir müssen das Wort wirklich bewahren. Wir müssen lernen, mit dem Wort umzugehen. Jetzt kommt der nächste Griff. Wir haben gestern Abend diskutiert, jetzt kommt der Angriff auf die Bibel. Spurgeon hat gesagt, er glaubt, dass der Endkampf der Gemeinde Jesu nur um die Bibel geht. Versteht ihr? Ich zeige euch ein paar Dinge. Die Bibel sagt, der Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit. Und jetzt plötzlich, und das merken die Gläubigen nicht, es wird ihnen untergeschoben, kommen Theologen und machen das Werk Gottes zunichte. Was glaubt ihr? Einmal eine ganz einfache Frage. Als Gott zur Reformation A, der Buchdruck gab, B, die erste gedruckte Bibel, hat er der Gemeinde die echte Bibel gegeben? Oder hat er ihnen eine Fälschung gegeben? Hat er ihnen einen Pfusch gegeben? Hat er denen gesagt, also hier, einfach, ihr kriegt was. Ich habe jetzt wieder die Garage geräumt, da war ich baff erstaunt, was für schöne Liebesbriefe ich meiner Frau geschrieben habe. Wenn ich jetzt hingehen würde und zu meiner Frau geschrieben hätte auf dem Liebesbrief, das ist mein Liebesbrief an dich, PS, aber 5% ist nicht von mir. Such mal. Die hätten mir einen Kopf geworfen, ist das klar? Aber genau das unterstellt mir Gott, dass er der Gemeinde einen Text gegeben hat, einen Bibeltext, bei dem 5% nicht echt sind. Genau das wird unterstellt. Und dann gibt er angeblich, aus meiner Sicht, da kann man drüber streiten, nur Gott kennt die Herzen, einem neo-orthodoxen Theologieprofessor, ob der bekehrt war, kann ich nicht beurteilen, gibt er dann in der Endzeit, wo die Endzeit beginnt, gibt er dem der echte Urtext. Also Entschuldigung, diesen naiven Glauben bringe ich nicht auf. Ich möchte nur zwei, drei Sachen sagen. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, schlagt eure Bibel auf und guckt Johannes 6, 47. Dort steht, wer an mich glaubt. Der Jesus sagt, wer an mich glaubt. In der neuen Übersetzung, es gibt ein, zwei Ausnahmen. Schlachter 2000 hat alles, die ist vollkommen sauber. Genauso jetzt auch vom Herbert Janssen, aber da sind auch schon Teile weggelassen. Es ist ganz einfach, die haben, wer glaubt. Ja, an was muss ich glauben? Ich muss nicht mehr an den Jesus glauben. 1. Korinther 15, Vers 47, nächste Stelle. Der neue Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie ist die Wiedergeburt? Ich werde in Christus hineingetauft. Ich bin in Christus durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt ganz klar, der neue Mensch ist der Herr vom Himmel, der praktisch hier das geschaffen hat. In der neuen Übersetzung, da steht, der neue Mensch ist, vom Himmel. Nehmen wir den Herr? Nicht der Herr? Ich muss nicht an ihn glauben? Galater 4, 7, Erbe Gottes durch Christus, da ist durch Christus weggelassen. Ich bin nicht mehr Erbe durch Christus. Merkt ihr was? Ich kann glauben ohne den Herr Jesus. Ich kann ein neues Leben haben, ohne dass es in ihn geschaffen wird. Ich kann Erbe Gottes sein ohne Christus. Nur drei Stellen. Lukas 9, 55. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Der ganze Vers ist weggelassen. Merkt ihr was? Was hier für Teufelei geschieht? Das Wort Gottes wird angegriffen. Spurgeon hatte recht. In Apostelgeschichte 8, 37 steht, als hier der Philippus der Kämmerer hat und der Kämmerer ihn fragt, was hindert mich getauft zu werden? Also, jetzt sind wir bei Kindertaufe. Was hindert mich getauft zu werden? Sagt er klipp und klar. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, damit verbietet die Bibel Kindertaufe. Ist das klar? Der Vers fällt. Ist brutal. Philippus 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Christus weggelassen. Fällt euch was auf? Christus ist weggelassen. Der mich wichtig war. Dann 1. Timotheus 3, 16. Gott geoffenbart im Fleisch. Da hieß es, die Offenbarung Gottes im Fleisch. Da steht dann, er ist geoffenbart im Fleisch. Er ist gar nichts. Wisst ihr, so wird die Bibel angegriffen. Warum greift der Teufel die Bibel an? Wisst ihr warum? Wenn die Bibel, das Wort Gottes, das Mittel ist, um zu entfliehen und gleichzeitig das Verharren auf den biblischen Wahrheiten vom Herr Jesus, dann ist doch klar. Einer der schlimmsten Angriffe, die es gibt, die Gläubigen merken nichts. Aber sie können nichts dafür. Die Leute, die das hinter der Kulisse anzetteln, die sind eigentlich schuldig. Und in der Haut möchte ich lieber nicht stecken. Und dann sagt Paulus, 1. Korinther 4, 6, wir dürfen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wisst ihr, in die 50er Jahre, 60er, 70er Jahre, da konntest du dir leisten, bei den Wiedergeborenen, bei den klaren Kreisen, noch einmal so eine Sonderlehre oder so eine Sondermarotte zu haben oder irgendein Spielchen zu treiben. In der Endzeit geht es nicht mehr. Die Bibel sagt klipp und klar, du darfst nicht übers Geschriebene hinausgehen. Wisst ihr, was heißt? Jede Praxis, die die Bibel in der Apostellehre, und die Bibel sagt, die Gemeinde bleibt in der Apostellehre, in den Lehrbriefen, nicht anordnet, müssen wir unsere Finger wegtun.
Zu mir kommen die Geschwister und sagen, oh Karl Hermann, wir haben ein Baby, wunderbar. Jetzt machen wir Kindersegnung. Ich habe teilweise nachgegeben, heute gebe ich nicht mehr nach. Ganz einfach. Apostellehre, Kindersegnung. Kennt sie nicht. Finger weg. Bedeck mich mit deinem Blut. Kennt die Bibel nicht. Finger weg. Wisst ihr, gibt es tausende Dinge. Alle sagen, Gläubige untereinander, der Herr segne dich. Ich habe meine Leute das beigebracht, dass wir gesegnet sind, Epheser 1,3, mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Wenn ich jeden Segen habe und sagt zu mir jemand, der Herr segne dich, muss ich sagen, Entschuldigung, du bist ein bisschen zu spät dran. Hat der Herr mir schon lange gegeben, bis du überhaupt merkst, was läuft. Und ich habe dann angefangen, auf meine Geburtstagskarte nicht mehr schreiben, der Herr segne dich, sondern habe draufgeschrieben, der Herr gebe dir Gnade. Weil in der Bibel steht, ihr müsst nehmen, Gnade um Gnade. Das ist was anderes. Gott gibt immer wieder Gnade und immer wieder Gnade und immer wieder Gnade. Ich kann einem Gläubigen wünschen, der Herr möge dir Gnade geben, über Gnade. Und da habe ich immer einen Fehler gemacht auf der Geburtstagskarte. Ich habe immer gesagt, die Bibel lehrt, dass du die, die dir fluchen, denen sollst du den Segen wünschen. Die gegen dich sind, die sollst du segnen. Also wir dürfen segnen, aber nicht uns, sondern die anderen. Da habe ich jemand draufgeschrieben, ich wünsche Gottes Segen zum Geburtstag. Und da kam er zu mir und hat gesagt, glaubst du, dass ich ungläubig bin? Versteht ihr? Da war ich natürlich, nein, ich sage, Entschuldigung, ich bin inkonsequent, ich schreibe dir das nie mehr. Aber ihr begreift, das sind jetzt alles so harmlose Dinge, so harmlose, ich sage es mal vorsichtig, ist ja nichts Schlimmes. Aber das Problem ist ja ganz einfach. Wenn ich mich stur aufs Wort Gottes verlassen soll, Offenbarung 3, 8 und 10 und vor mir Jesus stehen bleiben will, dann muss ich auch hier anfangen, langsam konsequent zu bleiben. Und wenn ich ja nicht weiß, ob der Teufel mich nicht hier in Falle lockt. Und jetzt kommt halt das Problem, darf ich schließen mit etwas ganz Einfachem. Ganz einfach. 2. Korinther 4, 13 sagt, dass der Heilige Geist nicht nur der Geist der Sohnschaft ist, nicht nur der Geist, durch den ich in den Leib Christi hineingetauft bin, sondern dass der Heilige Geist der Geist des Glaubens ist. Geschwister, ist euch klar, was die Aussage bedeutet? Wenn einer von uns sagt, das kann ich nicht glauben, dann ist das Grimms Märchen. Die Bibel sagt klipp und klar, wir haben den Geist des Glaubens. Ich kann alles glauben, was geschrieben steht, ohne besondere Wirkung, ohne nur das Geringste. Wenn ich ehrlich vor Gott bin und nicht in Sünde lebe, kann ich jede Aussage der Schrift glauben. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Lukas 21, 36. Jetzt muss man nur fragen, ist das Theorie oder glaube ich es? Darum wacht jederzeit. Wache heißt beobachten, die Sache beurteilen. Und bittet, das ist ein konsequentes Gebet, dass ihr gewürdigt werdet diesem allem. Lukas 21 ist die Parallele zu Matthäus 24, der Wehe, alle diesen Dingen, zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, das ist eine Verheißung, wenn du wachst und wenn du konsequent bittest, ich nehme Offenbarung dazu, und dich ans Wort Gottes hältst und wirklich vom Herr Jesus stehen bleibst, Tag und Nacht, dann wirst du entfliehen. Dann passiert mir nichts. Es wird nichts passieren. Wieso, der Teufel schält die alle aus. Die haben keine Chance. Wenn entfliehen für mich heißt, wenn ich zu schwach bin, zum Beispiel eine Verfolgung zu überstehen, lässt er mich halt sterben. Ist das schlimm? Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Wir tun, wie wenn der Tod das Schlimmste wäre, was uns passieren könnte. Wisst ihr? Da siehst du halt, was ein Gläubiger wirklich glaubt. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, 2. Korinther 4, 16, ganz wichtige Stelle. Und zwar, da sagt dann, aufgrund von dem, weil wir den Geist des Glaubens haben, weil wir in einem Geist zu einem Leben getauft sind, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir vollkommene Opfer haben, weil wir den Herr Jesus haben als der Sieger, der Sieger, der Könige, der Teufel völlig entmachtet hat, sagt die Bibel, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wisst ihr, ich bin 70 geworden. Wenn ich sage, ich fühle mich nicht wie 70, sondern vielleicht wie 55 oder manchmal sage ich wie 15, das stimmt ja. Manchmal fühle ich mich aber wie 105, wenn es manche Tage sind. Aber eins ist klar, die Bibel sagt, wenn der äußere Mensch zugrunde geht, bei uns Alten ist das relativ einfach, da geht er voll schnell zugrunde. Aber bei euch Jungen kommt es auch blitzschnell und wenn er krank wird, ist es auch schon blitzschnell geschehen. Dann sagt er, wenn der Äußere zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Mein innerer Mensch hat keine Arthrose. Mein innerer Mensch hat keinen Krebs. Mein innerer Mensch hat keine Grippe. Mein innerer Mensch hat keine Gallensteine, keine Nierensteine, gar nichts. Mein innerer Mensch ist jungfräulich jeden Tag vom Heiligen Geist erneuert, sagt die Bibel. Und wisst ihr, wie man bereit ist in der Endzeit?
indem man einfach alle Register zieht und im Herz sich auf den Altar legt, dass man innerlich die ganze Zeit erneuert ist. Und dann sagt man, und was dann mit dem Körper passiert, ist zweitrangig. Und Gott kann auch Kranke heilen, wenn er will. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zuerst einmal ist der innere Mensch, nach dem ich mich richte, und dann wird mir nichts passieren. Leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wisst ihr, diese Verse sind doch wunderbar, wenn du die Silvester ziehst mit dem Spruchgärtle, oder? Aber wenn du die ausleben musst, dass du sagst, ob ich lebe oder sterbe, ist mir völlig egal. Nur, dass ich beim Herrn bin. Nur, dass ich in Ordnung bin. Nur, dass das vollkommene Opfer bei mir wirkt. Nur, dass ich wirklich in Ordnung bin. Aber das meint die Bibel. Und mit dem, mit der Haltung kommst du davon. So, jetzt muss ich nur einlösen, was ich gesagt habe, dass Gott sogar noch ein wirklich bösartiges, antichristliches Volk wie die Deutschen sogar rumdrehen können. Es gibt eine Bibelstelle, ich glaube nicht, dass mich jemals so etwas erschüttert hat wie diese Bibelstelle. Die müsst ihr euch auch sehen. Richter 10, 6 bis 16. Das ist ganz einfach. Es gibt nichts Einfaches wie das. Aber die Kinder Israel taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war und dienten den Baalen, den Astarten, den Göttern der Aramäer, den Göttern der Sidonier, den Göttern der Moabiter, den Göttern der Ammoniter, den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Das ist die Situation für heute. Wir dienen den Dämonen, wir dienen dem Teufel mit allem, was wir tun. Wisst ihr, es sind Millionen abgetriebene Kinder, kein Teufelsdienst. Das ist der Baalskult, die haben das gemacht, bei Moloch haben sie Kinder geopfert, haben Kinder auf glühende Statuen geworfen, die Arme ausgestreckt haben, haben die Kinder jämmerlich krepieren lassen und dann sind sie ins Feuer gefallen und verbrannt. Wir machen genau das Gleiche. Habt ihr euch mal auseinandergesetzt, was Abtreibung ist, wenn sie das Kind bei lebendigem Leib zerstückeln? Ich will nicht wissen, was die Kinder für Schmerzen empfinden. Das ist eine Teufelei ohne Ende. Das ist genau das, was hier steht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Er verkaufte sie unter die Hand der Philister, der Ammoniter. Der Hindus, der Islamisten, der Okkultisten, das ist heute der Fall. Wir sind verkauft. Dämonische, antichristliche, teuflische Politiker, wir sind verkauft. Diese zerschlugen und unterdrückten die Kinder Israels in jenem Jahr, danach 18 Jahre lang. 6 plus 6 plus 6 ist 18, antichristlich. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, Vers 10, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Der Herr sprach zu den Kindern Israel, habe ich euch nicht von den Ägyptern, den Amoritern, den Ammonitern, den Philistern errettet? Und als die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihren Händen errettet, als ihr zu mir geschrien habt? Also der erste Punkt ist, dass man die Leute klar macht, das kann man Ungläubige sagen. Wenn du keinen Krieg willst, dann fang an zum dreimal heiliger Gott zu schreien. Kann man die Ungläubige sagen. Du kannst mit menschlichen Mitteln, wisst ihr, Deutschland ist ja ein Lachstaat. Wir liefern denen Kanone, aber wir haben keine Munition. Und dann haben wir wieder Waffen, aber die Munition schimmelt. Versteht ihr? Und von 10 militärischen Geräten sind 7 nicht einsatzfähig. Wisst ihr, das ist ja ein Witz. Wenn der Russe uns heute angreifen würde, der würde uns in 3 Stunden überrollen. Und jetzt sagt er, dennoch habt ihr mich verlassen, obwohl mir zu Gott geschrien hat, und anderen Göttern gedient, darum will ich euch nicht mehr retten. Gott sagt, ich will euch nicht mehr retten. Selbst wenn wir jetzt in unserer Zeit, im Jahre 2022, diese Grenze überschritten hätten und Gott hätte bereits beschlossen, dass er uns vollständig hier untergehen lässt. Jetzt geht nämlich Gott hin und sagt, geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Geht doch zu den Okkultisten, geht doch zu den Dämonen. Die werden euch nicht helfen. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Und jetzt kommt die Haltung, wenn wir die einnehmen als Gläubige zuerst und vielleicht noch Ungläubige dazu bringen, dass sie ähnliche Haltung einnehmen, dann gibt es eventuell sogar eine Verzögerung dieser, und dann kann es sein, die Wehe zieht sich raus, dann kann es sein, Gott schafft uns nochmal Luft. Jetzt sagt nämlich Gott, aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt, pass auf, mache mit uns, was dir gefällt. Sklave Jesu Christi. Du kannst mit mir machen, was du willst. Nur errette uns noch dieses Mal. Hilf uns nochmal aus dieser Falle raus, dass wir jetzt nicht untergehen. Und sie taten, jetzt kommt nämlich das Entscheidende, jetzt handelt sie. Sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Da wurde der Herr unwillig über das Elend Israels. Dann hat er ihnen geholfen, hat es zurückgenommen. Steht hier. Mit einer konsequenten Bußhaltung, statt dieser antichristlichen, humanistischen, teuflischen Art, dass man sagt, wir wollen alles wieder wie vorher. Dass man sagt, nein, wir sind selber schuld, dass so dreckig
geworden ist, dass so schlimm geworden ist. Jetzt müssen wir Buße tun vor Gott und sagen, Herr, erbarme dich. Und wir sind bereit, alles wegzutun, was dich nicht meint. Und wir sind bereit, dir zu dienen. Aber wenn du dann uns trotzdem untergehen lässt, du hast recht. Mit dieser Haltung wird uns Gott entfliehen lassen. Als Gruppe. Der Einzelne entflieht, wenn er wacht und betet. Wisst ihr, was das heißt? Ganz praktisch. Brauche ich jetzt noch Angst haben? Nö. Wisst ihr, jetzt müsst ihr euch prüfen. Wenn du heute stirbst, hast du Angst, was dann passiert? Wenn du Angst hast, dann wird es Zeit, dass du vor das Angesicht Jesu gehst. Wisst ihr, ich hatte eine Nierensteinoperation und mir ging es teilweise so dreckig, die haben mich dreimal in der Woche operiert, kann ich nicht normal. Und einmal, da habe ich wirklich, glaube ich, meine letzte Stunde da. Da lag ich im Bett und dann musste ich sagen, so, was ist jetzt, wenn jetzt die Maschine nicht mehr funktioniert? Habe ich gesagt, gut. Und dann habe ich überlegt, warum bist du sicher, dass du im Himmel bist? Dann war es klar, nur wegen dem Blut Jesu. Meine Schwäche, meine Sünde, alles, was schwach war, spielt keine Rolle. Ich bin nur gerettet durch Jesu Blut. Wenn jeder von uns diese Haltung hat, dann kann ihm doch passieren, was ist. Und Gott weiß ganz genau, er wird entscheiden, ob du eventuell verfolgt wirst, ob du gefoltert wirst. Wenn du keine Kraft wirklich hast, wenn du es nicht kannst, wird er dich entfliehen lassen und du stirbst, garantiere ich dir. Wenn er aber sieht, dass du die Kraft hast, dann wirst du es überstehen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und es ist nur klein. Paulus sagte, die Wehe und die Elend und die Glipsis, heißt es griechisch, die Trübsal dieser Welt ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was kommt. Das ist nur ganz kurz und dann ist die Ewigkeit da. Wisst ihr, und wenn die Gläubigen endlich die richtige Haltung einnehmen würden, zum Glauben, zum Herr Jesus, zu der Bibel, zum Wirken des Geistes, einfach normal wären, dann brauchen wir überhaupt keine Angst zu haben. Wisst ihr, wenn die anderen mal plötzlich sehen, dass wir keine Angst haben, wisst ihr, was sie dann machen? Dann kommen sie, ich habe das erlebt, wo ein Stift kam und gesagt, was haben Sie von Glauben, ich will das wissen. Der hat gesehen, was auf der Bank lief und das ist keine Kleinigkeit. Wisst ihr, dann sehen die plötzlich, da hat es Menschen, die haben keine Angst. Da hat Menschen, die sind bereit, notfalls in den Tod zu gehen. Da hat Menschen, die kriegen keine Panik. Und wenn das einmal die Welt sieht, dann kommen sie, dann könnt ihr evangelisieren. Aber jetzt kommen wir zum Schluss. Ihr könnt mir nicht helfen. Ich kann euch nicht helfen. Es ist eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus. Es ist eine Sache zwischen euch und dem Herr Jesus. Ich möchte beten. Gott gespottet wird und die Menschen sich im Wohlstand suhlen und so weiter und Gott lästern, da können die sich doch nicht einbilden, entrückt zu werden. Aber das hat doch die Gottlosen nicht vor. Nein, weißt du? Du sagst zu Recht, dass ich am Anfang ja gesagt habe, ich wiederhole es wegen Mikrofon, dass ich zu Recht gesagt habe, dass wir im gottlosen Zustand sind, Gott ins Angesicht lästert. Und natürlich können die Ungläubigen nicht erwarten, dass sie entrückt werden. Das ist gar keine Frage. Ich sage zu denen auch nicht, dass sie entrückt werden können. Ich sage bloß, wenn ihr euch zum lebendigen Gott wendet und dazu gehört auch, dass ihr mit Gott in Ordnung seid, ich evangelisiere die dann, dann könnt ihr letztendlich eventuell hoffen, dass nochmal verzögert wird oder dass ihr nochmal eine Chance bekommt. Also ich sage denen bloß, dass sie eine Chance haben durch den Herr Jesus. Natürlich, selbst wenn die das tun und sich nicht bekehren, gehen die trotzdem in die Hölle, da haben wir uns richtig verstehen. Ja, und die Entrückung ist aber per se ja nur für Gläubige, sowieso. Das ist ganz einfach. Entrückt wird, das hat letztendlich auch Edison, der große Erfinder, gezeigt. Man hat ihnen gesagt, wie wird es sein, dass Gott die rausfindet, die entrückt werden. Dann hat er einen Sandkasten genommen, hat Eisenspäne reingenommen, da hat er ein Magnet drüber gezogen, hat ganz einfach gesagt, guck, jetzt hängen alle Eisendinger dran. Bei der Entrückung passiert was ganz Einfaches. Ich werde nicht entrückt, wenn ich besonders geheiligt bin, wenn ich bestimmte Erlebnisse habe, sondern bei der Entrückung zieht der Herr Jesus, der Heilige Geist, einfach von der Erde zurück in den Luftraum und begegnet dann der Gemeinde, die im Heiligen Geist ihm begegnet. Jeder, der zur Sekunde der Entrückung wiedergeboren ist und der Heilige Geist in sich hat, nicht abgefallen ist, mit Gott in Ordnung ist, also einfach wiedergeboren ist und der Heilige Geist hat, wird entrückt. Gar keine Frage. Lehrt die Bibel glasklar. Von daher brauchen wir keine Angst haben. Okay. Herr Jesus, eigentlich sind wir erschüttert, wenn wir sehen, auch in dieser letzten Zeit, wie weit der Teufel uns von deinem Angesicht weggetrieben hat. Dass wir alles bejaht, eigentlich zu allem Ja sagen, aber dass wir in der Praxis einfach uns noch nicht endgültig, wie in Offenbarung 3, 8 und 10 steht, vollkommen auf dein Wort gestellt haben und vollkommen vor deinem Angesicht ausharren.
Du siehst, wie alle anderen Dinge uns umtreiben. Und ich bitte einfach, dass du Gnade gibst, dass du dich erbarmst, dass du durch unsere Reihe gehst, jedem von uns begegnest und mit uns zum Ziele kommst. Und wenn es in deinem Ratschluss ist, auch unserem deutschen Volk nochmals Gnade zu geben, dann bitte ich dich einfach, so wie sie Richter 10 steht, erbarme dich. Aber letztendlich beten wir dich an, dass wir selber gerettet sind, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir der Geist der Sohnschaft haben, dass wir der Geist des Glaubens haben.